Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder bei F1 2016 und meiner Solo-Karriere mit dem Sauber F1-Team. So, es hat sich einiges getan. Wir haben zuerst einmal die Forschung beendet. Das hattet ihr, glaube ich, im letzten Video schon gesehen. Und zwar die Treibstoffeffizienz hatten wir wieder erhöht oder verbessert vielmehr. Sind jetzt immer noch das vorletzte Team, was die Performance angeht, aber dicht an Williams Racing dran. Ja, wir haben wieder einen neuen Rivalen bekommen und einen sehr einfachen, easy zu schlagen, nämlich Lewis Hamilton. What the fuck? Dachte ich erst. Sehr schwer zu schlagen, aber unser Sauber wird immer besser. Wird immer schneller die Karre, also gefällt mir sehr gut, ich komme immer besser damit zurecht. Hat uns mal wieder die Pole Position eingebracht auf Spa. Wahnsinn. Also Setup richtig gut ausgewählt von mir. Hat 1A funktioniert. Ihr seht hier die Rivalität. Wir haben auch schon die ersten 7 Punkte geholt. Also führen sogar in der Rivalität. Lewis Hamilton war, glaube ich, auf dem 2. Platz. Jetzt leider nicht sehen. Ich glaube 2. Platz, ja. Ja, also ich bin mal gespannt, wie die Rivalität ausgeht. Das wird also nicht einfach. Aber der Sauber wird, wie gesagt, immer stärker. Wir können immer mehr mithalten. So, wir hören uns mal an, was das Team von uns erwartet. So, wir sollen das Rennen auf dem 12. Platz oder besser abschneiden, unseren neuen Rivalen Lewis Hamilton besiegen und unseren Teamkollegen. Und ein Ziel für die Fahrermeisterschaft ist 12. Platz nach wie vor. Gut, sind machbare Ziele, da wir auch von der Pole Position starten. Unser Teamkollege hat leider nicht so gut getroffen, der startet vom 21. Platz, wenn ich es richtig gesehen habe. Schade. Ich würde sagen, wir starten mal ins Rennen. In den 48 Rennen in Spa zwischen 1950 und 2015 startete der Sieger des Rennens nur ganze 16 Mal von der Pole Position. Das Qualifying von gestern bestimmt zwar die Startaufstellung, doch der große Preis von Belgien ist nach wie vor für eine Überraschung gut. Wie heißt es doch so schön, es kann alles passieren und üblicherweise tut es das dann. Da sind wir also wieder bei einem Rennen in den Ardennen. 7 Kilometer mit langen Geraden, schnellen Kurven und deutlichen Höhenunterschieden ergeben in der Summe eine der faszinierendsten Strecken der Welt. Wir freuen uns auf ein perfektes Rennen. Auch heute werde ich wieder von niemand anderem als Stefan Römer begleitet. Zwischen den Grand Prix passiert natürlich einiges, was die Entwicklungsarbeit der Autos angeht. Du weißt sehr viel darüber, wie Testfahrer und Rennfahrer zu Werke gehen. Wo liegen denn da die Unterschiede? Interessante Frage. Es handelt sich hierbei um zwei grundlegend verschiedene Einstellungen. Damals legte man noch 15.000 Kilometer beim Testen in einer Saison zurück. Es ging mehr darum, für das Team zu arbeiten, das Auto- und Fahrverhalten so systematisch wie möglich zu verbessern. So konnten die Daten am konsistentesten analysiert werden. Wenn man jedoch kurz vor dem Rennen steht, denkt man als Fahrer nur daran, wie man das Beste aus dem Tag herausholen kann. Das Auto ist dann das Mittel, um dieses Ziel zu erfüllen. Steig vor Kurve 1 nicht zu spät auf die Bremse, denn dort wird es wie immer eng werden. Weich auf die Auslaufzone aus, wenn nötig. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Sauber startet also von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Vettel, Romain Grosjean und Perez. Ricardo, Verstappen, Bottas und Carlos Sainz Jr. Gutierrez, Raikkonen, Danny Quert und Alonso. Hülkenberg, Hayanto, Pascal Wehrlein und Felipe Massa. Eriksson und Magnus, Jenson Button und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Licht
Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. So, da sind wir auch schon. Ich hatte ganz vergessen, ich wollte mich noch entschuldigen für das letzte Video. Da hat mein Mikro ja leider nicht so ganz funktioniert. Ich habe gesabbelt ohne Ende. Aber das Video war, wie ihr gesehen habt, komplett ohne Kommentar. Also sorry dafür. Ich habe jetzt auch ein neues Headset, was ich jetzt verwende. Und hoffe, dass es damit jetzt keine Probleme mehr gibt. So, schauen wir mal in die Rennstrategie rein. Die besagt ein 2-Boxen-Stop und in Runde 3 schon auf weiche Reifen. Ja, die Superweichen, die halten 3 Runden und auf dieser Strecke und dann sind die auch schon echt am Arsch. So, personalisiert haben wir nicht viel anders. Jetzt schiebt sich noch ein bisschen. Weil wir die Reifen ein bisschen schonender fahren können, wird die Zeit auch ein bisschen besser. So, oh, am Ende des Rennens ist sogar ein bisschen Regen wahrscheinlich. Bin gespannt, wie es da wird. So, jetzt ist die Frage, was wir machen. Wollen wir zweimal super weich fahren oder reicht uns das? Und einmal dann auf Soft und Mediums. Ich bin ja, wie ihr in der Vergangenheit gesehen habt, eher ein Freund von wenigen Boxenstops. Ja, ich würde sagen, das behalten wir auch bei. Nehmen wir die 2-Boxenstop-Strategie. So, wir haben Sprit für 23,1 Runden mit. Eine Runde extra. Durch unsere gute Benzin- oder Treibstoffeffizienz reicht das auch aus. Jo, ich würde sagen, das ist soweit okay. Dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß und mir viel Glück. Schlechter Start von mir. Jetzt aufpassen hier. Der engen Kurve hier. Da haben wir schon eine Position verloren an Hamilton. So, jetzt haben wir aber Windschatten hier, schön. Oh, wow. Na komm, lassen wir mal vorbei. Das war geschnitten. Oh ey, der Sauber hat aber Windschatten hier, Wahnsinn. Krass. So, aber noch nichts verloren hier. Dranbleiben jetzt an Hamilton, den kriegen wir schon noch. Ja, am Start war ich leider ein bisschen zu langsam, aber das holen wir schon wieder auf hier mit unserer Kampfmaschine. Auch schon wieder dicht dran an Hamilton. Rausholen aus unseren Super Softs. Müssen auch das wahrscheinlich zur gleichen Runde im Boxenstopp eingehen. Oh, und jetzt zieht er hier im Windschatten. Wahnsinn. Oh, und sogar auf dem Gas gehen ein bisschen. Scheiße. Oh, das war knapp. Wäre fast hier im Flügel gewesen. Gleich haben der nächsten Geraden. So. Jetzt geht's los hier. Ups, aua, das war knapp. Oh, Hamilton, was machst du? Der muss mich doch gesehen haben, ey. Ich
sollte ich denn auch hin? Ja, der rechts nicht vorbeigekommen. Da bin ich schon in der Mitte schon und er zieht trotzdem eiskalt rüber. Krass. Ja, kurz vom Gas und rechts vorbei. So, machen wir das halt so. Damit haben wir unsere Platzierung wieder. Drückt er uns da eiskalt in die Mauer, der Lewis. Das war ja auch nicht die feine englische Art hier, Kollege. Aber was hast du davon jetzt? Jetzt fahren wir den nämlich davon. So, ja, geil ist auch wieder, dass wir schön unsere Prophezeiung wahrgemacht haben, dass wir Ferrari angreifen. Die haben jetzt nämlich schön das Nachsehen. Hättet ihr mich mal nicht gefeuert. Boom. Wir werden noch schön bei sauber bleiben. Auch wenn da wieder Angebote kommen von Mercedes und Ferrari. Ja, alles egal. Verbremst. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. So, wie ihr seht, gerade mal 2 Runden um und die Reifen sind schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Deswegen auch der frühe Boxenstopp. Also nach der Runde sind die dann auch im Arsch. Sehr schön, neue Sektorbestzeit. Ja, ich hatte es im letzten Video gesagt, aber ihr habt da leider nichts gehört. Also wenn ihr irgendwelche bestimmten Fragen habt, was ihr wissen wollt über mich oder was für ein Equipment ich benutze. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde gerne versuchen, alles zu beantworten. So, oder wenn ihr meine Racing Station hier, meine Station, mal sehen wollt, falls euch sowas interessiert, weiß ich ja nicht, könnt ihr das auch alles gerne in die Kommentare schreiben. Auch jetzt kann Hamilton wieder aufholen. Die Reifen sind jetzt echt im Arsch. Oh. Ich vermute mal, dass Hamilton jetzt auch an die Box fahren wird. Gehe ich mal ganz stark von aus. Oh, doch nicht. Geht nicht an die Box. Mhm. Ob das jetzt so klug war, weil seine Reifen müssen ja auch ordentlich abgebaut haben. Ferrari geht aber rein. Rosberg nicht. Los, los, los. Oh, schöner Boxenstopp, sehr schön. So, dann. So, damit sind wir auf Platz 9. Reihen wir uns ein, knapp vor Wehrlein. So, mit frischen Reifen jetzt hier. Oh, jetzt nicht wieder links überholen. Mal gucken hier, was er sauber schafft hier. Boah, jetzt hier ein bisschen eng alles. Kampflinie fahren. Hat eine bessere Linie. Sehr schön. Gut funktioniert. Auf den Rasen gekommen.
gerade vor, aber noch sieht es ganz okay aus. Lassen wir noch mal ein bisschen was rausholen hier. Jetzt aufpassen hier, nicht zu dicht auffahren. Lassen wir die Flügel hier nicht kaputt hauen. Oh, die bleiben alle noch draußen. Krass. Hamilton. Yes, schönes Ding. Der perfekt geklappt. Ist wieder hinter uns. Damit werden wir auf Platz 1 bleiben. Boah, ist der sauber schnell im Windschatten. Das gibt's ja gar nicht. Krass. Ja, da vorne bekriegen sie sich auch. Rein. Ja, Tieres wird uns jetzt ein bisschen aufhalten. Merke ich schon. Kann unser Tempo und Pace nicht mitfahren. Das hält natürlich jetzt enorm auf. Boah, scheiße. Ach. Ah, links überholen ist, glaube ich, keine gute Idee auf der Strecke hier. Sollte man lassen. Wir haben mit Hamilton gesehen, wie er schön in die Box, in die Wand gedrückt hat. Das sollte man lassen. So, hier, das kriegen wir jetzt aber hier. So, hier muss ich jetzt links überholen. Nützt nix. So, jetzt sind wir auf dem dritten Platz wieder. Raikkonen müsste jetzt in die Box wahrscheinlich fahren. Nicht. Oh. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 0,7 Sekunden. Oh, wieso habe ich jetzt keinen DRS? Was war da jetzt los? Ist wieder ausgefallen oder was hier los? War ja eigentlich ein Sekundenfenster drin, bin ich der Meinung. Mal gucken. Das ist der Wahnsinn hier. Muss echt aufpassen hier. Dem sauber, der saugt sich so ran. Wahnsinn. Ah, scheiße, verbremst. Ah, noch gut gegangen. Raikkonen hat sich nicht getraut, weit zu ziehen. Bäm, damit sind wir wieder auf Platz 1. Erstmal. Vor Ferrari. Your face. Schönes Ding. So, dann haben wir noch einen Boxenstopp auf unserer Strategie. Oder gemäß unserer Strategie. Fahrer hinter mir. Nicht geklappt. Ach, ich kann, geht immer noch nicht an die Box, ey. Heute kämpfen wir gegen folgende Fahrer: Rosberg und Hamilton. Rosberg und Hamilton. Mhm. Sehe ich auch noch nicht. Sehr gut. Können wir mal schön vorne wegfahren. Ja, jetzt mal auf Standard gemischt ein bisschen. Ein bisschen Benzin sparen.
läuft alles nach Plan. Wir können uns aktuell schön absetzen, ein bisschen. Hamilton wird aufgehalten von Räikkönen, so wie das aussieht. Solange er nicht in die Box fährt, natürlich nur. Oh, das war jetzt schlecht. Ah, komm, Christian. Ein bisschen Concentration hier. Fahrer hinter mir. Okay, die Hauptkonkurrenten dieses Rennens sind Räikkönen und Hamilton. Klappt nicht so richtig mit den Sprachbefehlen. Letzte Rundenzeit. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Es klappt ja hier wieder mit den Ansagen. Wahnsinn. Sehen kann aufgrund des Abstands. Oh, jetzt hat Hamilton den zweiten Platz sich erkämpft. Und müssen wir ein bisschen Gas geben hier. Die Reifen sind noch okay, aber kurz vor Ende.
bisschen werden sie noch halten. Wann sollen wir rein? Runde sollen wir rein, das wäre nächste Runde. Mal gucken, ob wir das machen. Und ob wir noch ein bisschen draußen bleiben, solange die Softs noch gut sind. Sich ganz gut an, aber man sieht vorne, dass sie jetzt schon ein bisschen sich abnutzen. Ganz leicht, aber auch nur. Sehr schön, schnellste Runde gefahren. Zeit der letzten Runde. Draußen. Okay, genau wie eben. Gucken, ob uns das wieder einen Vorteil bringt. Los, fahr jetzt. Prospect auch, noch ein bisschen steuern. Okay. Raikkonen ist aber auch eingefahren. So, mal Benzinmischung umstellen für die Runde hier. Mal alles rausholen.
beste Runde hier. So, wow. Das ist, glaube ich, noch gut genug. Hoffentlich. Tja, Ferrari, was ist los? Läuft nicht bei euch. Also ein schöner sechster Bestzeit wieder hier. Teamkollege in der Box. Standard gehen, ein bisschen Sprit aufsparen, falls Hamilton nochmal angreift. Da haben wir auch den ersten Platz wieder, sehr schön. Rosberg geht an die Box. Das war ein bisschen früh eingelenkt. Das war ja eben eine schlechte Zeit. Krass. Ja, ganz schön. Ja, okay, wir hatten kein DRS und nix. Na gut. Dann ist es so. Hamilton liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,7 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 2,3,8. Das heißt, er holt auf. Natürlich nicht so gut für uns. Da kein Bock drauf, schon wieder gegen Sauber zu verlieren, wie am Hockenheimring. Aber er muss uns erstmal überholen. Zeit ist. Hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 5,4 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,52,1. Das konnte ich nicht hören. Wiederhole es bitte. Die letzte Runde lag bei 1:51,5. Okay, das war aber nicht so schlecht. Vielleicht zu Hamilton.
zu helfen. Aber im Moment kommt Hamilton nicht ran. Von daher brauche ich das fette Gemisch im Moment nicht. Auch gut. Also bin ich mal gespannt, der Regen, der könnte das noch mal ein bisschen durcheinander wirbeln alles. Sehr cool, im Moment sind wir schneller als Hamilton. Wir sind schneller aktuell. Sehr gut alles. Läuft nach Plan aktuell. Mit dem Regen, dass hier wirklich noch mal richtig Regen gibt, vielleicht sogar. Wenn man die Box alle müssen, dann wäre der Vorsprung natürlich dahin. Aber lass uns mal überraschen. So, machen wir auf Fett, damit er nicht zu schwer wird. Scheiße. Der Abstand zum Hintermann beträgt 6,3 Sekunden. Oh, trotzdem Zeit rausgeholt ein bisschen wieder, trotz des Fehlers. Nichts mehr unvorhergesehen passiert, oh, dann könnte das wieder ein Sieg werden. Geil, Wahnsinn. Die Benzinreserven gehen zur Neige. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. Sehr geil, also im Moment läuft es echt gut. Natürlich auch Strecken, die mir verdammt liegen. Aber der Sauber wird auch immer geiler und immer stärker. Also gefällt mir richtig gut im Moment. Das Auto fährt sich auch sehr geil. Ja, ich würde sagen, im Moment läuft alles nach Plan. Rivale ist hinter uns. Auch sehr geil. Gibt es da auch noch ein paar Punkte? Aber erstmal das Rennen fertig fahren, dann schauen wir. Ja, schön wieder Sektor Bestzeit. Ja, ich dachte auch mal, die Mediums sehr langsam sind, aber sind sie scheinbar gar nicht. So, manchmal kann man mit denen auch eine Bestzeit rausholen, wenn die Temperatur entsprechend ist.
apropos, 99-100 Grad, perfekte Temperatur für die Mediums. Heute vielleicht die Reifen noch ein bisschen zu schonen. Am Moment ja ein ganz komfortables Polster. Ist auch noch okay. Mit denen können wir auf jeden Fall durchfahren. Ein paar Informationen zu Hülkenberg. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Nicht gut für Hülkenberg. Schon wieder knappe Bestzeit. Immer weiter Absätze von Hamilton. Sehr geil. Stärmt man schon deutlich vom Gas runter. Das merke ich. Jetzt fängt es an zu regnen. Sieht man auch. Aber wir machen nur noch 3 Runden. Würde ich trotzdem durchfahren, glaube ich. Selbst außer es regnet jetzt so dermaßen und zoommäßig. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Dass man das Auto nicht mehr auf der Strecke halten kann, aber das wird glaube ich nicht der Fall sein. Komm, sag ich's. Schon bricht er aus hier. Das war knapp. Aufpassen jetzt gleich. Ist auf jeden Fall Beeinträchtigung. Jetzt fängt es auch deutlich an zu regnen. Und damit durch ist Hamilton auch ganz schön wieder rangekommen. Also jetzt nochmal konzentrieren. Überall. Ja, die anderen natürlich auch. Och nö, ey, komm. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Das kann ich doch jetzt nichts für, ey. Das ist doch der Regen. Oh, scheiße. Das wirft natürlich jetzt alles durcheinander. Hier auch nicht rum, so eine Scheiße. Eine Sekunde auf deinen Hintermann. Eine Sekunde.
mehr. Oh nein, 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 nein. Scheiße. Das passt mir jetzt ja gar nicht, ey. Oh, da kommt er schon. Kacke. Da wird's dann nochmal spannend hier. Ist auch echt schwer, das Auto auf der Strecke zu halten. Das wird jetzt nochmal heikel. So vom Gas gehen aktuell. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ein paar Informationen zu Hülkenberg. Anscheinend konnten sie das Problem lösen. Sein Auto wird schneller. Oh, Wahnsinn. Ich muss aber so vom Gas hier, ey. Das gibt's ja gar nicht, ey. Wieso ist denn Hamilton jetzt so schnell auf einmal? Muss doch eigentlich auch Gas. Krass. Boah. Der klebt mir am Arsch, der Junge. Jetzt wird's nochmal interessant. Wenn ich keine 3 Sekunden Abstand schaffe, dann bin ich sowieso hinter ihm. Ja, toll. Oh, ätzend, ey. Ich komme hier kaum noch rum, ey. Gibt's doch nicht. Okay, das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS ist jetzt deaktiviert. Puh. Das wird jetzt nochmal tricky und gefährlich. Massiv gegenlenken, ey. Gibt's ja gar nicht. So. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Merkst du aber echt, ey. Fast kaum noch aus Gas. Ich mein, du musst so langsam hier fahren, ey. Wahnsinn, ey. Boah, er kommt hier gar nicht rum um die Kurve. Wahnsinn. Boah, Alter, das gibt's doch nicht, ey. Krass. Ich komme fast gar nicht mehr rum, ey. Und Hamilton ist also kommt mit den Bedingungen um einiges besser klar als ich. Er ist jetzt auf jeden Fall dran. Boah, das gibt's nicht, ey. Hier nicht rum. Boah, krass. Das gibt's doch nicht, ey. Puh. Nehmen wir auf Standard jetzt. So viel Benzin. Fell ist aus dem Rennen. So, durch unsere Zeitstrafe werden wir leider nicht Erster. Danke. Ah, scheiße. Schade. Mist. Ja, ein Platz auf dem Podium. Tolle Fahrt. Das Team hat dieses Wochenende besonders hart gearbeitet. Das ist eine fantastische Belohnung dafür. Ja, das ist es. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberpfeile. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir können den ganzen Tag über Strategien sprechen, holen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen.
uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Heute entscheide ich mich für Jenson Button. Er wird immer für einen ruhigen Fahrer gehalten, aber wie er heute gezeigt hat, ist er das nicht auf Kosten von Geschwindigkeit oder geschickten Überholmanövern. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel-1-Saison dabei sind. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Die Zeitstrafe ist natürlich mega ärgerlich jetzt, dass ich die bekomme, aber ich bin der Meinung, dass ich eine Verwarnung bekomme und bei der zweiten Verwarnung gleich eine Zeitstrafe. Das ist natürlich auch echt bitter. Also finde ich ein bisschen hart, ehrlich gesagt. So. Oh ne, war die dritte. Die dritte Verwarnung. Okay, ne, dann ist es okay. Das hatte ich gar nicht gesehen, dass ich dreimal über die Strecke rüber bin. Die Strecke verlassen habe. Okay. Habe ich nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Oh, unser Teamkollege hat auch keine Strafe gekriegt, aber Verwarnung. Damit Wehrlein kollidiert ist. Ja, Vettel ist ja ausgeschieden, genau. Und hier auch nochmal eine Kollision, alles klar. Gut, schauen wir uns mal den Start einfach nochmal an. Den habe ich ja vergeigt. Sieht man es auch deutlich. Ich komme viel langsamer weg. Viel zu spät gestartet. Ist natürlich sehr eng in der ersten Kurve, muss ich wegstecken. Dass ich keine Kollision verursache. Bahn sieht man es auch nochmal, wie der sauber sich da ranzieht. Windschatten hier. Da hätte ich schon fast vorbeigehen können. Nicht ganz gereicht. Ja, ich meine, das Rennen war natürlich jetzt enttäuschend mit der Zeitstrafe, das ist ganz klar. Aber wir müssen uns einfach vor Augen halten, es wäre ein Rennsieg gewesen und drin gewesen. Und das mit Sauber immer noch. Wahnsinn. Und das auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke wie Spa. Das lässt hoffen für die nächsten Rennen, dass wir da nochmal ein paar Punkte sammeln können. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Verlauf. Wir hatten es mal gesehen. Schön Windschatten gehabt. Nicht ganz ausgereicht. Auch eine coole Kameraperspektive. Oh, wir konnten auf jeden Fall die ganze Zeit dranbleiben. Der Regen, der hat uns leider sehr rausgebracht. Also der Sauber war gar nicht mehr auf der Strecke zu halten. Da hatte Hamilton wahrscheinlich den Vorteil mit den neueren Reifen. Auch hier der erste Versuch hat nicht gereicht. So, können wir uns gleich nochmal das Überholmanöver in der zweiten Runde angucken. Da waren wir ja schon wieder dran. So, jetzt sind wir dran. Sehen auch ganz klar, dass das Rennen zwischen Hamilton und uns war von Anfang an. Wir konnten uns da schon deutlich absetzen. So, und jetzt sauge ich mich ran langsam. Hier kommt der Windschatten-Effekt so massiv. Hier muss ich halt auch am Gas gehen und zack, rechts vorbei. DRS natürlich. Und tschüss. Zack. Schönes Überholmanöver war das. Ja, also alles in allem, eben war natürlich die Emotionen waren natürlich enttäuschend, aber nein, wir sind auf so einem guten Kurs, also das ist alles noch alles super im Rahmen. So, gucken wir uns mal die Fahrerpunkte an. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? War
wahrscheinlich Jenson Button. Heute hat sich eine Menge getan, aber Jenson Button konnte sein Potenzial am besten nutzen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Jo, schauen wir uns mal an. Also wir konnten unseren fünften Platz behaupten, konnten zu Max Verstappen auch noch ein bisschen Boden gut machen. So, Lewis Hamilton hat Sebastian Vettel vom dritten Platz abgelöst. Sind dort, haben die gleichen Punkte. In dem Fall, wir sind nur 30 Punkte weg. Also, wer weiß, vielleicht können wir nochmal einen Platz gut machen. Das wäre es natürlich, wenn wir Vettel in der Fahrer-WM schlagen. Das wäre natürlich geil. So, Konstrukteur wäre wahrscheinlich... geiles Ding. Auf Platz 3 sind wir... Ach nee, waren wir. Stimmt ja, wir waren auf Platz 3. Stimmt ja, war ja im letzten Rennen schon so beeindruckend. Schön Platz 3 in der Konstrukteurs-WM. Also für Sauber läuft's richtig gut. So, unser Teamkollege ist leider immer noch weit unten. Immer noch keinen weiteren Punkt, leider. Ein bisschen schade für ihn. Und für uns als Team natürlich. So, aber Sauber auf dem dritten Platz hier vor Red Bull. Wahnsinn. Läuft bei Sauber. So, gucken wir Ressourcenpunkte an. Müssten jetzt eigentlich viel erforschen können. Jo, das sieht gut aus. Jetzt nochmal erster Bonus für erster Fahrer. Dann machen wir 1130. Das müsste für den Motor auf jeden Fall reichen. So, Rivalitäten-Update. Rivalen-Update. Hamilton kommt ran. Wir können aber wieder ein paar Punkte gut machen. Sind noch vorne aktuell. Sehr gut. Okay. So, Teamziele haben wir erfüllt, bis auf besser als Hamilton sein. Das haben wir da nicht geschafft. Aber das war auch ganz knapp. So, hier nochmal ein paar Karrierepunkte, das ist auch nicht so interessant. So, alles in allem ist, denke ich, das Rennwochenende sehr gut für uns gelaufen. Ja, wie gesagt, sind in einem Sauber auf Platz 2 gefahren. Ja, auch schon echt geil. So, wir können die Motorleistung mal ein bisschen verbessern. Überarbeitete Kolben reduzieren die Reibungsleistung und verbessern die Abstimmung der Verbrennung, wodurch die Leistung erhöht wird. Sehr schön. Machen wir mal die Kolben. Und los geht's. Sehr schön. So, damit haben wir auch einen schönen Sprung nach vorne. Sind dann gleich gut mit Williams Racing, wenn die nicht mehr forschen. Jo, sieht doch sehr gut aus. Ich würde sagen, wir springen mal ins nächste Wochenende und schauen, wo wir dann fahren werden. Sehr schön. Monza, die Strecke liebe ich. Die wird richtig Spaß machen. Da freue ich mich schon drauf. Hi, wie geht es dir heute? Das verbesserte Paket ist angekommen. Wird bis zum ersten Training fertig sein. Hier ist der Werksbericht. Also, alle Achtung, was das Forschen angeht, da sind die Jungs ja auch mal richtig schnell. Von einem Wochenende zum anderen. So, wieder 8 British Horsepowers. 8 PS dazu. Damit sind wir, wir haben Williams Racing überholt. Cool. Jetzt sind wir nur noch das drittletzte Team. Sehr schön. Gut, Rangliste hat sich nicht verändert. 5. Platz. Guckt euch mal bitte diesen Trophäenraum an. Wie geil ist das denn bitte? Schön seit Österreich nur auf dem Treppchen gewesen. Also wenn das
erstmal nicht eine gute Leistung ist für das sauber F1-Team. Danke, danke. Ja, ich würde sagen, das war ein sehr erfolgreiches Rennwochenende für uns. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und Spaß gemacht. Ich freue mich wie immer über ein Abo, Kommentar und einen Like. Und würde mich freuen, wenn ihr zum nächsten Video wieder einschaltet. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis demnächst. Und tschüss.